for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, hatte ich schon lange nichts mehr davon, ist eine Liasis-Boa bzw. Bismarck-Python, sagt man auf Deutsch. Früher wissenschaftlich Liasis-Boa, mittlerweile Botrochilus-Boa. Also mehrere witzige oder interessante Sachen an diesem Tier. Zum einen natürlich mal die Farbe, ne? Also welche Riesenschlange gibt es, die schwarz-orange gebändert ist? Ne? Manche sind auch ein bisschen mehr gestreift, die meisten sind so gebändert. Das ist schon völlig skurril. Haben sie allerdings nur als Jungtier, wenn sie größer werden, geht das Ganze wegen so in so eine Bronzefarbe über. Also nicht mehr ganz so farbintensiv wie als Baby oder als Jungtier, da sind sie besonders attraktiv. Dann der Name Liasis Boa oder Botrochilus Boa. In dem Namen ist Boa drin, obwohl es ein Python ist. Ne? Also die Tiere kommen aus Neuguinea oder Bismarck-Archipel oder diese Inselgruppe vor Neuguinea. Deswegen auch der deutsche Name Bismarck-Python. Ist ein Python, aber hat das Wort Boa im Namen drin. Ne? Das ist auch völlig skurril. Also einige Skurrilitäten an dieser Schlange. In der Terraristik sieht man sie leider nach wie vor selten, beziehungsweise wo ich angefangen habe als Terrarianer vor circa 30 Jahren, war es eine absolute Rarität. Da gab es ein Buch, ich glaube vom Kogger war es, glaube Riesenschlangen Kogger oder so, da war ein Bild drin. Da hat man nur das Bild in dem Buch, war schon eine Sensation. Ne? Da hat man das Buch mitgebracht zu Kumpels oder auf ein Treffen, hat gesagt, boah, guck mal die Schlange an, das ist ja der Hammer und so weiter. Dann eine Zeit lang hat man öfters mal Tiere gekriegt. In den USA wurden sie relativ häufig oder einigermaßen häufig gezogen, haben dann immer was so um die 1.000, 2.000 Mark gekostet. Dann wurden sie sogar noch günstiger, gab es relativ viele davon. Und jetzt die letzten Jahre habe ich den Eindruck, werden sie wieder viel, viel seltener gezüchtet. Man sieht sie nicht allzu oft. Eigentlich schade, ne? Also extrem attraktive Tiere. Ein Grund ist vielleicht, wie gesagt, wenn sie größer werden, sind sie nicht mehr ganz so attraktiv von der Farbe, verlieren sie ein bisschen an der Farbe. Und manchmal sind sie auch ein bisschen garstig. Vielleicht ist das der Grund, wieso sie nicht mehr so häufig gezüchtet werden. Aber für mich eine wunderhübsche Python und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Das Thema heute sind die Krustenechsen, Heloderma suspectum. Die faucht mich hier sogar gleich ein bisschen an. Früher hat man die Unterarten unterschieden, Suspectum suspectum und Suspectum cinctum gab es früher. Man hat gesagt, die Suspectum cinctum, denen noch wegen mehr ins Rosa reingehen. Mittlerweile tut man die Unterarten, glaube ich, nicht mehr unterscheiden, beziehungsweise es gab vor einigen Jahren auch so eine DNA-Untersuchung, die hat da auch keine Rückschlüsse auf verschiedene Unterarten gegeben. Deswegen im Moment spricht man, glaube ich, nur noch von Heloderma suspectum als eine Art ohne Unterarten. Die Tiere sind aus dem Südwesten der USA, ne? Arizona, als Hauptverbreitungsgebiet würde ich sagen, New Mexico, Kalifornien, gehen rein bis ins nördliche Mexiko, in die Sonora-Wüste. Da gibt es die Gila-Echsen, leben von Meereshöhe bis ins Gebirge hoch. Also die kommen bis in 1500 Meter Meereshöhe vor, also bis in die Rocky Mountains, in die Berge, kann man Gila-Echsen finden. Wobei sie da, wie gesagt, so die Wüstengebiete bewohnen. Ne? Also die wollen ein trockenes, sandiges Gebiet, sehr heiß am Tag, wo die Sonne richtig scheint. Der Gag ist, sie sind gar nicht draußen in der Sonne. Die meiste Zeit verkriechen sie sich in ihre Höhlen. Aber irgendwie, also sie lieben die Wüste, aber sie gehen der Sonne aus dem Weg. By the way, beziehungsweise ich nehme an, das wisst ihr, die Helodermen, also es gibt die Heloderma suspectum, die ich hier habe, und dann gibt es noch die Heloderma horridum. Das sind die zwei einzigen Echsenarten auf der Welt, die wirklich giftig sind. Ne? Es gibt noch Varanarten, wo man sagt, dass der Speichel giftig wäre. Aber diese Heloderma, die haben wirklich ein Giftapparat im Mund, wo sie Gift produzieren.
nicht wie jetzt eine Giftschlange, also nicht wie jetzt eine Viper oder wie eine Otter oder wie eine Giftnatter. Sie können das Gift nicht injizieren, aber wenn sie beißen, haben sie dieses Gift im Speichel oder im Mund drin und sie tun dann mit den Zähnen die sich festhalten oder sie tun sich verbeißen, sie kauen das Gift sozusagen in den Körper oder in den Feind rein. Also es geht relativ lange, dass sie das machen. Sie sind absolut eigentlich gechillte Tiere, sind überhaupt nicht aggressiv. Aber wenn es denen zu blöd wird, machen sie es irgendwann mal. Ne? Also wenn man die zu lang ärgert. Ne? Deswegen tue ich die auch relativ festhalten. Sowieso, wenn ich mich hier auf die Kamera konzentriere, statt aufs Tier. Deswegen auch hier der Handschuh, dass wenn jetzt wirklich hier die... wenn ihr das zu blöd wird, diese Filmerei, dass ich da ein bisschen reagieren kann. Wobei so ein Handschuh, by the way, also versteht es nicht falsch, der schützt mich auch nicht vor dem Gift. Also wenn sie jetzt in den Handschuh in die Hand reinbeißen würde, würde mir das auch nicht weiterhelfen. Aber es hilft mir jetzt einfach zum Tier ein bisschen fixieren. So viel zu der Giftigkeit von diesem Tier. Als Terrarientier ist es dadurch, denke ich, nur bedingt geeignet, ne? So wunderschön wie die sind und diesen Mythos eigentlich, was die Gila-Echsenwänge haben und verkörpern, ne? Sei es durch ihr Aussehen, sei es durch ihre Giftigkeit, sei es durch eigentlich doch diese gechillte Art, ne? Die wissen eigentlich in der Natur, mir kann ja eh keiner was, ne? Wer will mir was, wenn mir einer blöd kommt, dann beiß ich ihn halt und ansonsten lasst mich in Ruhe. Also sie sind schon ein Mythos-Terrarientier und deswegen möchte ich es euch heute vorstellen. Von der Haltung her würde ich sagen, fast ein bisschen ähnlich wie Bardagamen tagsüber. Ne? Sehr sonnig, sehr heiß, Wüstenterrarium. Also ein starkes, gutes Licht mit UV. Ne? Also trotzdem, dass sie die meiste Zeit versteckt sind, wollen sie diese starke UV-Beleuchtung. Wenn man die zu dunkel hält, wenn man die einfach, was weiß ich, in irgendeiner Schublade hält, dann gehen sie nicht gut ans Fressen ran. Sie wollen Gänge, sie wollen sich eigentlich die meiste Zeit vom Tag verstecken in irgendwelchen Gängen im Terrarium, sei es, dass man, oder am besten, wenn man die zur Verfügung stellt. Sie haben große Grabkrallen, wie man sehen kann, aber sie sind eigentlich fast ein wenig zu faul zum selber graben. Deswegen nutzen sie in der Natur irgendwelche Kaninchenbauten oder irgendwelche Nagetierbauten, zum sich drin verstecken und verbringen die meiste Zeit des Tages in der Höhle. Ernähren tun sie sich auch relativ einfach, würde ich mal sagen. Also sie fressen sehr gerne Eier oder sie fressen gern nestjunge Tiere, Babynager, also Babymäuse, Babyratten. Die suchen sie durch ihren Geruchssinn. Ihr seht es manchmal vielleicht, die züngeln, nehmen durch den Geruchssinn dann Geruchspartikel auf und also in Anführungsstrich verfolgen so ihre Beute. Ne? Verfolgen bei einem Ei, ne? Da muss man nicht viel verfolgen. Also die suchen das Ei, krabbeln hinterher, suchen das oder erriechen das Ei und irgendwann, wenn sie es gefunden haben, irgendein Vogelnest zum Beispiel, fressen sie die Eier leer. Ne? Und das Ganze eher selten, also sie haben einen recht niedrigen Stoffwechsel, gehen vielleicht alle paar Wochen mal auf Nahrungssuche, denke ich mir, in der Natur und dann sind sie wieder ein paar Wochen lang satt und genauso macht man es eigentlich auch im Terrarium. Ich tue die mal hier befreien, ihr merkt es, die will weg hier. Ich bin gleich zurück und dann geht's weiter. Die Zucht von den Gila-Echsen ist gar nicht so einfach. Sie sind so mit 3-4 Jahren geschlechtsreif, ne? Mit einer Größe, so wie ihr jetzt gesehen habt, das waren adulte Tiere, ne? Mit so knapp 50 cm vielleicht. Die Stimulation erfolgt über die Winterruhe. Ne? Ich habe es vorher schon angesprochen, kommen aus den Rocky Mountains-Gegenden, Wüstengegenden. Da wird es im Winter trotzdem recht kalt. Ne? Also Wüste heißt nicht gleich heiß, sondern im Winter wird es kalt. Da gehen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Da vergraben die sich oder sind die in der Erde, in ihrem Bau drin für mehrere Monate und halten eine Winterruhe. Und das Ganze stimuliert die Zucht. Ne? Im Frühjahr, wenn es warm wird, kommen sie raus. Die Männchen gehen auf Weibchensuche. Und dann, wenn alles gut läuft, paaren sie sich. Und
im Spätsommer, Herbst oder im Sommer legen die die Eier ab. Und die Babys oder die Gila-Echsen schlüpfen dann im Spätsommer. Ne? Interessanterweise, in der Natur ist es wohl so, dass die dann, wenn die schlüpfen, gar nicht mehr rauskommen aus den Bauten oder aus ihrem Nest, in Anführungsstrichen, sondern die gehen, die Baby-Jungtiere gehen direkt in die Winterruhe rein, überwintern dort und kommen im Frühjahr raus. Ne? Also wenn man im Frühjahr kleine Gila-Echsen sieht, dann nicht so, da sind kleine Gilas geschlüpft, die sind dann vom Herbst des Vorjahres, wie gesagt, haben überwintert, kommen im Frühjahr raus, finden viel Nahrung im Frühjahr und nehmen dann ihre Nahrung auf und gehen in ihre in ihr kleines Gila-Echsenleben rein sozusagen. Dass die Gila-Echsen keine Anfängertiere sind, habe ich glaube vorher erwähnt, beziehungsweise ist auch jedem klar, ist allein durch ihre Giftigkeit. Sie sind auch schwer zu kriegen, vom Preis relativ hoch. Ne? Man ist da gleich bei 1.000-2.000 Euro für so ein Tier. Von dem her ist es sicherlich kein Terrarientier für jedermann, aber ich habe es vorher schon gesagt, es hat natürlich, es ist ein Mythos, es hat einen Reiz für einen Terrarianer, für einen eingefleischten Terrarianer. Deswegen wollte ich euch die euch heute zeigen. Wie gesagt, die Giftigkeit nicht unterschätzen. Meines Wissens gibt es keine Todesfälle durch Gila-Echsen, aber der Gift ist, der Biss ist wirklich extremst schmerzhaft. Also ich kenne einen Freund von mir, der wurde gebissen. Der sagt, das will er kein zweites Mal erleben in seinem Leben. Solche Schmerzen müssen das sein. Und sie sind trotzdem ein gesundheitliches Risiko. Ne? Wenn jemand schon vielleicht Vorerkrankungen hat oder schwaches Herz-Kreislauf-System hat oder sowas, können die auch durchaus tödlich enden. Also deswegen definitiv kein Terrarientier für Kinder, Jugendliche oder für Einsteiger, sondern wirklich nur in erfahrenste Hände und natürlich weg von Kindern, ganz klar. Ne? So viel zu den Gilas, also bleibt mir treu und checkt die Gila-Echsen. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.